Hallo meine Süßen! Also, ich hatte bei Twitter angefragt, ob ihr ein Haul sehen wollt, weil ich finde, Hauls sind manchmal so ein bisschen so... Aber ihr habt alle ganz klar für Ja gestimmt und deshalb kriegt ihr von mir ein Haul. Ich war gestern bei Primark in Gelsenkirchen und bei ihr Platz und bla bla bla. Habe auch ein bisschen Schminke, ein bisschen sehr, sehr viel Schminke. Aber... wenn das jetzt wieder ein 40-Minuten-Video wird, tut es mir leid, aber ihr wolltet das sehen und es sind echt schöne Sachen dabei. Vorweg wollte ich irgendwas sagen, habe ich aber jetzt schon wieder vergessen, ist auch egal. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den Schminksachen oder mit den Klamotten, ich glaube, ich fange mit der Schminke an. Also ich habe von einem ganz, ganz lieben, wundervollen Menschen tolle Sachen geschenkt bekommen. Catrice Lidschatten von einem ganz lieben Freund von mir. Weil ich hier, wo ich wohne, keinen Catrice habe. Und es ist auch relativ weit weg. Und ich habe halt immer gehört, Catrice Lidschatten sind so toll und bla bla bla. Und dann hat er mir die besorgt. Und vielen, vielen Dank dafür. Hat mir die geschickt. Und ich bin baff, weil ganz, ganz viele auch schrieben, die Quali sei so toll und bla. Und davon am Schwärmen waren. Und ich habe echt jede Menge neue Catrice Lidschatten. Ich fand ja die alten, diesen schwarzen Döschen schon immer so gut. Ich hätte jetzt mir wahrscheinlich auch nicht so viele irgendwie, weil ich habe mir gestern auch noch welche gekauft, weil in Gelsenkirchen gibt es natürlich Catrice. Ich hätte mir jetzt einfach nicht so viele gekauft, wenn ich Catrice selber hier um die Ecke hätte. Dann hätte man zwischendurch immer wieder mal was kaufen können. Auf jeden Fall, die hier habe ich von ihm geschenkt bekommen. Fangen wir mal an. Das ist einmal die Farbe My Souvenir from Moon 120. Ich glaube, ihr kennt die alle inzwischen schon. Dann ist das 130 Sitting on a Volcano. 250 Swimming with Dolphins, dann so ein Duo 080 Help, I'm Stranded und so ein Khaki 040 In the Army Now. Das ist natürlich der Hammer-Lidschatten, also die hat er mir geschickt und die sind alle wirklich richtig geil, bis auf diesen hier, My Souvenir from Moon. Der ist leider sehr, sehr schlecht pigmentiert. Also der sieht im Döschen wunderschön aus. Das Design ist natürlich auch der absolute Hammer. Aber der ist leider schlecht pigmentiert. Also seht ihr, da bleibt eigentlich nicht viel am Finger, außer ein bisschen Glitzer. Und aufs Lid kriegt man das ganz schlecht. Aber es ist wirklich eine schöne Farbe. Aber ihr wisst, ich bin ja sowieso nicht so der Glitzer-Typ. Er hat mir auch wirklich die Farben geschenkt. Also er kennt mich ziemlich gut. Er hat mir wirklich die Farben geschenkt, die ja absolut genau meins sind. Also nicht irgendwelche komischen Grün- und Pink-Gelbtöne oder so irgendwas Knalliges. Ich habe ja gestern gesehen, die haben echt viel knalliges Zeug. Und er hat mir echt nur so die Farben geschickt, von denen ich wirklich begeistert war. Nur leider ist dieser hier... schlecht pigmentiert, aber mein Gott, kann ich jetzt auch mit leben. Ich weiß nicht genau, was kosten die denn? Ich habe mir ja gestern auch noch welche geholt, ich habe nicht drauf geachtet. Aber diese Farbe hier, oh mein Gott, ich werde die jetzt nicht swatchen, weil es gibt 50 Millionen Videos und Blogs und so, wo es das alles schon mal geswatcht gibt und so. Aber diese Farbe hier, dieses Khaki, oh mein Gott, ey. Ich hatte noch nie so einen schönen Lidschatten. Ich bin richtig, richtig verliebt in die alle überhaupt. Also ich würde mich am liebsten, würde mir die alle ins Gesicht klatschen. Dann habe ich mir gestern selber noch geholt. Auch 4 Stück noch. Einmal dann dieses Duo noch. Die Nummer 070 Double Espresso Macchiato Please. Das ist auch matt. Also mir gefällt es sehr, dass sie matt sind. Ihr wisst, ich bin mehr so der matte Lidschattenträger. Da gab es echt viele tolle Farben. Nur war das jetzt halt alles sehr knallig auch, ne? Dann dieses hier, das ist aus der aktuellen LE, die heißt Urban Baroque. Das ist die Nummer, wo steht es denn? Achso, C03 Fleur de Lis oder Fleur de Lis, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Habe ich mir geholt wegen dieses Tons. Die Farbe finde ich relativ langweilig, die ist jetzt nicht so spektakulär, finde ich. Aber das hier, das hat mich sofort, und ich war mit einer lieben Freundin da, das ist das, und sie fand den auch total schick. Also das ist die aktuelle LE. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Und zwar habe ich mir diesen hellen Lippenstift aus der LE auch mitgenommen. Aber den habe ich schon wieder weg in die Ecke gepfeffert, weil der mal so gar nicht pigmentiert ist. Also sowas kann ich nicht verstehen. Dieses Produktionsteam sitzt dann da und denkt sich eine Farbe aus und so. Und dann wird dieser Lippenstift hergestellt und dann ist das die schlechteste Quali. Also der hat gar keine Farbe abgegeben. Null. Das war so ein schöner heller Nude-Ton. Kann ich überhaupt nicht verstehen, wie die sowas rausbringen. Selbst in der LE. Also da kann man doch auch einfach irgendwie ein Labello hinstellen. Echt, also er hat mir echt gar keine Farbe abgegeben. War ich ein bisschen enttäuscht. Und dann habe ich mir noch geholt
diese beiden Töne. Einmal 280 Heidi Plum. Das ist so ein lila, sehr, sehr dunkles, rauchiges Lila. Wunderschöne Farbe. Perfekt, also echt genial. Matt, wunderschön. Und zu guter Letzt 260 I'm a Call Girl. Das ist so ein... Ja, das ist, ähnelt dem hier schon sehr, aber es ist ein bisschen bräunlicher und noch ein bisschen dunkler. Also total toll. Die Pigmentierung ist auch der absolute Traum. Dann habe ich bestellt bei Muska, also auch eine ganz liebe YouTuberin, die liebe Natascha, die hat auch einen Online-Shop, Beautybox. Ich verlinke euch das auch. Und da habe ich meine ersten Sleek-Sachen bestellt. Und habe dann auch ein paar Sachen bestellt, die dann für einen Contest und so sind. Die zeige ich natürlich jetzt nicht, aber ich habe für mich auch zwei Sachen bestellt. Und sie hat mir einen ganz schönen Highlighter mit reingelegt noch. Und zwar habe ich mir zwei Rouges bestellt. Einmal Flushed und einmal Rose Gold. Und Flushed ist so phänomenal, Leute. Oh mein Gott. Das ist so ein tolles Rouge. Oh, guckt euch das mal an. Ich war so... Also ich habe das aufgemacht und wusste sofort, okay... Du und ich, wir werden beste Freunde. Also ganz, ganz, ganz super schön. Und die Pigmentierung ist auch toll. Die lassen sich schön verteilen auf dem Lid und so. Richtig, richtig schön. Ach, auf dem Lid habe ich gesagt. Auf der Wange natürlich hier. Da, das ist so ein sehr, sehr schönes Rot. Und dann habe ich mir Rose Gold, weil halt alle so davon schwärmten. Und ja, und Rose Gold und so. Und dann habe ich das bestellt und aufgemacht. Und war erstmal so, das ist halt so ein rosa Peach mit so Goldschimmer. Fand ich jetzt so in dem Döschen gar nicht so toll. Hab dann auch ein paar Swatches gemacht. Ja, auf der Hand. Hier, ich glaube, ich swatch das mal auf eine saubere Stelle. Ich swatch euch jetzt mal richtig viel davon. Hier. Ich glaube, man sieht, das schondiert so sehr, sehr schön rosa. Fand ich jetzt aber auch auf dem Handrücken nicht so spektakulär. Dann habe ich es mal ausprobiert auf den Wangen und ich war geflasht. Ich war wirklich richtig geflasht. Ich fand das so, so schön. Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir so gut steht oder ob das generell so eine Farbe ist, weil ja alle davon schwärmen, aber es sah richtig gut aus. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich jedem steht. Und obwohl ich es ja immer matt mag, ich mag ja nicht so gerne Schimmer und so, aber dieser Schimmer ist so subtil, da habt ihr nicht irgendwie so hier so die krassen Glanzbalken oder so. Also das ist echt ein toller Rouge, den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Beide finde ich wirklich, wirklich richtig schön. So, das war jetzt die Kosmetik, die ich bestellt hatte. Ach, bestellt, die ich gekauft hatte. Kommen wir jetzt zu den Klamotten. Also wie gesagt, ich war bei Primark. Ich war noch nie in meinem Leben bei Primark. Ich bin da reingekommen und ich habe mir das erst ganz anders vorgestellt. Ich habe halt immer gedacht, das wäre irgendwie so eine Lagerhalle, wo dann irgendwie so 20.000 Kartons mit so Wühlkisten oder sowas rumstehen. Und ja, ich hab mir das nicht als richtigen Laden vorgestellt, weil ich habe auch noch nie irgendwie Fotos gesehen oder so. Also ich hatte nie so den richtigen Durchblick. Und dann sind wir halt da reingegangen, meine Freundin und ich. Und ich hatte erstmal so ein bisschen Reizüberflutung, weil es ja doch sehr, sehr viele tolle und auch schicke Sachen gab. Ich habe halt echt nicht damit gerechnet. Das war halt wirklich ja wie so ein riesen überdimensionaler H&M. Mit drei Stockwerken und so, richtig krass. Und hab da ein paar Sachen ergattert. Da gibt's super süße Kinderschlafanzüge. Und auch die Kindersachen sind echt süß. Da habe ich ein bisschen was von mitgenommen. Für meine Mama habe ich auch einen Schlafanzug mitgenommen. Für mich habe ich auch einen Schlafanzug mitgenommen. So ein Flanell-Schlafanzug. Der hat jetzt gekostet 6 Euro. Hallo, 6 Euro. Die Kinderschlafanzüge kosten sogar nur 4 Euro. Falls jemand von euch auch schon Kinder hat. Dann habe ich, was man ja, glaube ich, in solchen Läden immer kauft, Socken. Die Socken sind da auch recht preiswert. Für 4 Paar 3 Euro kann man, glaube ich, auch nicht meckern. Hier habe ich auch noch welche. Die sind mir aber leider schon auseinandergefuselt hier. Habe ich auch noch mitgenommen. Dann habe ich war auf der Suche nach T-Shirts. Leider war meine Ausbeute da ziemlich gering. Ich hatte eigentlich echt gehofft, dass die da so klassische T-Shirts haben, wie ich sie gerne trage, aber hatten sie leider nicht. Nur ein einziges, dieses graue hier. Also das sind natürlich jetzt hier keine Aufdrücke, das sind diese Aufkleber. Hat gekostet, ich glaube 3 Euro hat es gekostet.
Das ist halt so ein ganz normales. Wie es auch beim Mango dieses Standard-Dinger gibt. Das mochte ich sehr gerne. Das gleiche habe ich auch in Schwarz anprobiert, in der gleichen Größe, aber das saß gar nicht. Also das fand ich ziemlich merkwürdig, dass das in der gleichen Größe nicht so gut saß wie das hier. Aber was will man machen? Was habe ich noch mitgenommen? Genau. Dann habe ich noch einen Pullover mitgenommen. Und den hätte ich mal auch in Schwarz noch mitnehmen sollen, ich Trottel. Aber vielleicht fahre ich mit meiner Mama nochmal hin oder so. Die muss sich das unbedingt mal angucken. Und zwar, das Problem ist aber, das habe ich erst heute Morgen bemerkt, weil gestern im Dunkeln habe ich das nicht gesehen. Ich habe das jetzt erst beim Tageslicht bemerkt. Seht ihr das? Hier sind so komische weiße, ja so Handabdrücke, so Fingerabdrücke. Jetzt weiß ich nicht, ob das nach dem Waschen und Bügeln rausgeht oder ob ich da jetzt einfach die Arschkarte gezogen habe und dann da mit so dämlichen Flecken rumlaufe, das freut mich. Also wenn das tatsächlich jetzt nach dem Waschen nicht rausgeht, bin ich echt ein bisschen böse. Also dann fahre ich auch wirklich wahrscheinlich demnächst nochmal dahin und bringe das zurück. Weil ich, selbst wenn das nur 1 € gekostet hätte, ich mag es einfach nicht, irgendwie schmutzige oder kaputte Sachen zu kaufen. Das ärgert mich total. Und das sehe ich dann halt auch nicht ein. Aber prinzipiell ist das ein wunderschöner Pullover. Der steht mir total gut. Die Farbe passt sehr gut zu mir. Ich liebe ja so Flieder und so. Ich hätte den echt in Schwarz auch noch mitnehmen sollen. Ja, wie gesagt, vielleicht hat einer von euch die Erfahrung mit diesen komischen weißen Streifen da auch schon mal gemacht. Hoffentlich gehen die raus. Wenn nicht, bin ich echt ein bisschen böse. Ja, das wäre das. Also viel mehr habe ich jetzt bei Primark auch nicht gekauft, weil mir das auch einfach zu viel war. Und die Mädels waren immer weg und so. Deshalb, ich werde da mit meiner Mama nochmal hinfahren und in aller Ruhe. Prinzipiell war das jetzt nicht so, dass ich da reingekommen bin und mir alles gefallen hat. Also ich bin ja generell nicht jemand, der irgendwie alles zusammenkauft und so, sondern ich habe halt so meinen speziellen Geschmack und ganz so viel war da jetzt für mich nicht dabei. Aber ich glaube, dass für sehr, sehr viele Leute, dass da eine absolute Riesenbandbreite bedient wird an Geschmäckern und Größen auch. Also ist schon nicht verkehrt der Shop. Der Shop, der Laden. Dann waren wir noch kurz bei H&M. Da habe ich dann diesen Pullover gekauft. Ja, ist einfach ein ganz normaler roter Kapuzenpulli. Der hat gekostet 25 €, genau. Falls ich vergessen habe zu sagen, was der gekostet hat, der hat 6 € gekostet. Genau, der hat 25 gekostet. Dann habe ich mir noch einen anderen geholt. Den hat meine Freundin sich auch geholt. Diesen hier. Da steht nämlich so Bronze. Da steht da Wings. Ich glaube Wings, ja. Also, wenn irgendwo Bronze draufsteht, dann muss ich mir das ja wohl mal kaufen. Also, der steht mir auch echt gut. Der hat mir auch total gefallen und die sind so richtig schön warm und kuschelig. Sehr, sehr hübsch. Und das ist halt so dieses Baywatch-Rot, ne? Dieses verwaschene Orange-Rot. Das ist ein sehr, sehr schöner Rotton, den ich sehr gerne mag. Und jetzt kommt das Allerbeste. Als ich das gesehen habe, ich habe mich ein bisschen blamiert. Ich stand nämlich davor. Ich war bei Bijou Brigitte, es geht um Schmuck. Naja, nicht direkt um Schmuck, aber auf jeden Fall stand ich da drin und habe mir 2 Uhren angeguckt und fand beide phänomenal. Ich konnte mich nicht entscheiden und meine Freundin war gerade draußen am Rauchen und ich dachte dann, komm mal schnell rein, ich kann mich nicht entscheiden. Und dann kam auch schon die Verkäuferin und bla bla bla, ja, kann ich Ihnen helfen? Und ich dann so, ja, können Sie mir mal die und die Uhr rausholen? Und sie sagte, das ist aber die gleiche. Und ich so, nee, das kann doch nicht sein. Und das Problem war, dass das eigentlich eine braune Uhr war, aber die stand irgendwie komischerweise bei den schwarzen Sachen. Das hatte die Verkäuferin selber auch gewundert, wieso. Und deshalb sah das im Licht echt so aus, als wäre das eine schwarze. Und die Schnalle war irgendwie umgedreht bei der einen. Deshalb sah die wirklich anders aus. Und als sie die aber dann rausgeholt hat, habe ich gesehen, das war die gleiche. Und ja, fiel mir die Entscheidung noch leichter. Und zwar... Ich muss jetzt mal einmal kurz wie Steffi... Also, oh mein Gott, ich habe diese Uhr gesehen und... Also, ich habe in meinem Leben noch nie eine schönere Uhr gesehen. Ja, ich musste sie dann sofort und direkt mitnehmen. Es ging nicht anders. Ich mache sie jetzt auch mal um für euch, damit ihr seht, wie das getragen aussieht. Und das Ganze hat noch einen weiteren Vorteil, weil meine Mama, meine andere Uhr, also diese, die ich immer getragen habe, diese braune kleine, die fand die nämlich so schön immer. Die hat da immer drauf geschielt, weil sie die leider nicht mehr bekommen hat. Und deshalb habe ich ihr die jetzt geschenkt, weil ich ja jetzt meine coole Uhr habe. Ah, oh, die ist so cool, ey. Ich bin so verliebt. Die ist von Bijou Brigitte und hat 30 € gekostet, also 29,90. Ihr habt da irgendwie bla bla 2 Jahre Garantie oder sowas, haben die mir erzählt. Ja, kriegt ihr halt irgendwie einen Haufen Garantiekarten und so, wenn ihr da eine Uhr kauft. Die haben da voll das Drama draus gemacht.
Aber ich bin echt total verliebt. Die hatte halt so dieses so ein möchte gern Koko. Ach, Koko. Kroko-Print. Und ja. Hat halt so Schnallen. Wird jetzt nicht jedermanns Geschmack sein, aber ich habe sie gesehen und ich wusste, okay, große Liebe, du und ich. Ja, ich hoffe, dass sie ganz, 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 ganz lange hält, weil ich schon seit Wochen auf der Suche nach einer schönen Lederbanduhr war. Lederarmbanduhr, mein Gott. Und ja, meine Haare. Jetzt habe ich endlich was gefunden und ich bin so verliebt. Und oh, ehrlich, also das ist echt das, was mich am meisten gestern noch gefreut hat. Dagegen ist alles andere. Ja, und die Kindersachen, also die ich für mein Kind mitgenommen habe, die waren auch echt süß. Ja, das war mein Haul, meine Süßen. Und ich würde sagen, dann, beziehungsweise hoffe ich erstmal, dass euch mein Haul gefallen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, meine Süßen. Tschüss! Ah, tschüss! Ciao!